Vor Bosporans Fall. Admiral Zahnin der Ältere reicht von Süden, kommt mit drei Schiffen das Delta des großen Flusses und setzt Siedler ab. Die Neueinkömmlinge bla 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 bla. Ich hasse Lore. Warum? Das will ich in dem heutigen Video erklären. Hallo und herzlich willkommen bei Würfelzeit, euer Kanal für Pen and Paper Rollenspiel hier auf YouTube, nirgendwo sonst, das kann ich euch versprechen. Mit dem Thema, was ich heute ansprechen will, werde ich wahrscheinlich Probleme mit ein paar Rollenspielern bekommen und ein paar Rollenspielleitern. Denn Lore ist etwas, was so ziemlich alle in der Community irgendwie lieben und man kann nicht genug davon bekommen. Ich bin ein großer Fan vom Herrn der Ringe, von Tolkien. Und als ich Jahre später das Silmarillion in die Finger bekam und es gelesen habe, war ich zu Tode gelangweilt. Die Frage, wann, was passiert, wer mit wem verheiratet war und wer mit wem irgendwelche Probleme hatte, das mag ja vielleicht ganz wichtig sein für den Autor als Hintergrundwissen, aber für mich als Leser ist das irrelevant. Und da kommen wir schon zu meiner Kernaussage. Lore ist für mich totes, unnützes Wissen, was von euch, liebe Spielleiter, in eine dramatische Form gebracht werden muss. Und das ist im Grunde eure Aufgabe als Spielleiter. Lore, dieses ganze Wissen, dieses erstmal tote Wissen, was erstmal keinen zu interessieren hat, in eine dramatische Form bekommen, damit es eine Relevanz für eure Spieler, für den heutigen Spielerabend bekommt. Was heißt das, diese ganze Hintergrundinformation in eine dramatische Form bekommen? Das heißt, wenn es in der Geschichte, die ihr heute Abend spielen wollt, irgendwann vor 2000 Jahren irgendeinen machthungrigen Grafen gegeben hat, dann hat das Abenteuer, was ihr heute Abend spielt, besser irgendetwas mit diesem Grafen zu tun. Vielleicht hat er einen Nachfahren, der die Macht jetzt in diesem Land an sich reißen will. Vielleicht hat er einen Pakt mit einem Erzdämon geschlossen und er hat seinen sterblichen, fragilen Körper in einer Krypta verschlossen und wartet auf seine Wiedergeburt durch einen nichtsahnenden Helden. Wenn es in eurer Spielrunde heute Abend nicht um diesen Grafen geht, dann müssen eure Spieler nicht zwingend irgendetwas über diesen Grafen erfahren. Oder interessiert es euch, was irgendein Dorfschulze vor 2000 Jahren in einem Dorf, in dem ihr aufgewachsen seid, umgetrieben hat? Sofern ihr keine Historiker seid, die das vielleicht wirklich interessiert. Oft passiert es auch, dass Spielleiter ein wenig zu sehr verliebt sind in das Lore ihrer Welt, in das Lore, das sie vielleicht geschrieben haben. Und dann passiert das hier. Gruß euch. Seid ihr der Gastwirt hier? Werte Helden, ja, das bin ich. Ihr, werte Helden, müsst fern von hier sein. Ihr wart noch nie hier. Aha. Und das seht ihr woran? So etwas kann ich sehen. Ich habe ein Auge dafür. Ja, wisst ihr, nicht immer stand hier an dieser Stelle ein ehrwürdiges Gasthaus. Nein, vor vielen hundert Jahren war dies der Ort des Verlieses des alten König Brasorax. Ja, wir alle dachten, dass wir alle die Opfer dieses furchtbaren Königs werden würden, als seine furchtbaren Heere von Echsenmenschen über die Allee. Nach 200 Jahren gelang es dann dem angrenzenden Lord Bregdebuk, seine Krieger zusammenzurufen und diese furchtbaren Kreaturen wieder in die Niederhöllen zurückzuschleudern. Aber das war noch nicht alles. Es war furchtbar. Schließlich der Held Wrexelwuk aus dem hohen Norden zu uns und kümmerte sich um diese wirklich, wirklich unglaublich bösartige Magie. Seitdem herrscht in diesem Land der Graf Sebinuk. Muk wurde als Albino geboren. Ein böses Omen, wie man hier. Ein Nebencharakter, der vielleicht unwichtig war oder vielleicht zumindest einen Adventure-Hook an die Spieler geben sollte, wird zu einem Infodump für die Spieler, lädt das gesamte Wissen, in das der Spielleiter ach so verliebt ist, auf die Spieler ab. Und ich kann da nur für mich sprechen, wenn ich spiele, ich bin dann schnell gelangweilt und mich interessiert das auch nicht. Ich will wissen, was jetzt passiert, wo ich jetzt als Spieler irgendwie interagieren kann. Versteht mich nicht falsch. Eure Welt sollte reich an Informationen sein, aber das ist nur für euch interessant. Und vielleicht gibt es auch einige Spieler da draußen, die das interessiert und die nicht genug davon haben können. Aber ein Großteil der Spieler sitzt vielleicht einfach nur da, um das Rätsel zu lösen, um die Orks zu töten oder um die Prinzessin zu retten. Und eure Aufgabe als Spielleiter ist es, auch diese Spieler zufriedenzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Lore, Hintergrundwissen eurer Welt, ist, sofern es nicht direkt was mit eurer Geschichte zu tun hat, nett als so ein ganz leichtes Beiwerk, sollte niemals in den Vordergrund gestellt werden. Wenn ihr es in den Vordergrund stellt, dann hat es besser was mit dem Abenteuer heute Abend zu tun. Wenn nicht, lasst es weg. Es gibt den Begriff
im Theater Tschechows Gun oder Tschechows Pistole, der besagt, wenn im ersten Akt eine Pistole auf die Bühne kommt, dann wird diese Pistole im zweiten Akt besser abgefeuert. Sonst hat sie da nichts verloren. Einige Regiekollegen gehen sogar so weit zu sagen, dass wenn Requisiten nicht bespielt werden, runter von der Bühne. Die ziehen nur den Fokus der Zuschauer. Und so ähnlich solltet ihr es auch mit Lore halten. Das war es dieses Mal von Würfelzeit. Wenn es euch gefallen hat, dann nagelt draußen an das Questboard einen Goblin-Daumen. Wenn es euch so richtig gefallen hat, dann nehmt ein Kärtchen von unserem Gasthaus mit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Würfelzeit out.